ganz billiger Blei. Ja. Genau, mache ich dann. Test.
Guten Abend, herzlich willkommen, Sion. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Literaturhaus und im Stream. Das ist unsere allererste Veranstaltung dieses Jahr, diese Saison. Umso schöner, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich begrüße Sie im Namen des Literaturhauses und der Stiftung PWG. Und ich freue mich wirklich sehr, mit Sion heute unseren 22. Writer in Residence zu begrüßen. Er ist seit Anfang August in Zürich und er ist bis Ende Dezember da. Ich möchte aber auch ganz herzlich Ursula Giger begrüßen, die den Abend moderieren wird, und Thomas Sabacher, der die deutschen Passagen lesen wird. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Ich selbst habe Sion 2015 erlebt an den Literaturtagen in Solothurn. Da hat er Gedichte gelesen aus einem Zirkuswagen und das war ein ganz besonderer, ein magischer Moment, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Während des ersten Lockdowns habe ich dann Der Junge, den es nicht gab, gelesen, ein ganz wunderbares Buch, in dem es unter anderem um die Pandemie 1918 geht. Wir hatten ihn eigentlich für den Sommer 2020 eingeladen. Das hat aus bekannten Gründen nicht geklappt. Heute stellt er uns sein Opus Magnum vor, Codex 1962, an dem er über 25 Jahre gearbeitet hat und das letztes Jahr beim Fischer Verlag erschienen ist. Es ist eine große Ehre, dass er hier ist und ich freue mich sehr auf den Abend und auf das Gespräch, was folgen wird. Ich freue mich auch sehr, dass Ursula Giger moderieren wird. Sie ist Skandinavistin, sie ist Lehrbeauftragte für Isländisch. Sie ist auch als Trekking Guide und Polarabenteurerin unterwegs und sie hat eine Wohnung oder ein Häuschen in Reykjavik, wo sie viel Zeit verbringt. Lesen wird Thomas Sabacher, er ist Schauspieler, man sieht ihn im Fernsehen, aber ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass er ab nächste Woche mit einem neuen größeren Projekt startet, eine Lesereise-Reihe im Theater Winkelwiese. Er wird nämlich den Schaum der letzten Tage, L'écume des jours, von Boris Vian lesen. Und er liest sehr häufig bei uns, zu unserem großen Glück. Ich möchte auf drei weitere Lesungen mit unseren ehemaligen Writers in Residence hinweisen. Diesen Monat, und zwar Masa Mengiste, sie war 2020 da, nächste Woche. Viktor Martinovic, er war 2017 da, am 22.09. Und die koreanische Autorin Bae Sua, sie war 2018 da und sie liest am 27.09. Und bevor wir den Abend anfangen, übergebe ich das Wort noch an Pablo Assandri. Er wird ein paar Worte noch zum Projekt Writers in Residence sagen und zur Stiftung, die das Projekt mit ermöglicht. Und er ist koordiniert das Projekt für uns, für das Literaturhaus. Oh, Mikro. Guten Abend. Fernab des Alltags lässt es sich ja bekanntlich am besten arbeiten und auch schreiben. Und genau dieses Ziel hat sich das Writers in Residence Projekt des Literaturhauses und der Stiftung PWG zum Ziel gesetzt. Also wir laden zwei Stipendiantinnen und Stipendiaten im Jahr ein, die während 6 Monaten hier in Zürich in einer Wohnung sich ganz dem Schreiben und dem Arbeiten widmen können. Das Literaturhaus einerseits bietet die nötige Vernetzung im lokalen und nationalen Literaturbetrieb und andererseits stellt die Stiftung PWG eine schöne möblierte Wohnung an bester Lage zur Verfügung. Das Literaturhaus kennen Sie ja, das muss ich hier nicht vorstellen, aber ich möchte doch noch 2, 3 Worte zur Geschichte und zur Funktion der PWG sagen. Eine Volksinitiative im Jahr 1985 führte zur Gründung der gemeinnützigen Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, kurz PWG. Und die PWG hat nun den Auftrag, Wohn- und Gewerberäume zu erhalten einerseits und durch Neubauten zu schaffen. Und seit der Eröffnung der Geschäftsstelle vor nunmehr 30 Jahren erwarb die Stiftung PWG jährlich bis zu 11 Immobilien und derzeit bewirtschaftet sie über 160 Liegenschaften mit rund 2300 Wohnungen und Gewerbeflächen.
Und die Liegenschaften bleiben unveräußerlich in der Hand der PWG und die bisherigen Mieterinnen und Mieter, und das ist das Spezielle, dürfen zu den bisherigen Bedingungen in diesen Häusern auch bleiben. Und hier kommt der Appell, also falls Sie zufällig Eigentümerin oder Eigentümer sind, falls Sie Ihr Haus verkaufen wollen und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber Ihren langjährigen Mieterinnen und Mietern haben, wenn Sie zwar einen hohen Geldbetrag erzielen möchten, aber auf das Maximalgebot verzichten können, weil Sie also nicht am meisten an Geld, sondern am meisten an Wert interessiert sind, dann melden Sie sich am besten heute noch bei der PWG, die Ihnen gerne ein faires Angebot unterbreiten wird. So viel zu unserem Partner. Dann möchte ich noch mich ganz herzlich bedanken, einerseits bei der Stadt und beim Kanton Zürich, die dieses Projekt großzügig finanzieren. Und damit wäre meine Rede auch schon am Ende und ich übergebe das Wort der Moderation. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sion, schön bist du hier. Wir duzen uns, weil in Island duzt man sich immer alle. Und wir haben etwas vor heute Abend. Es gibt nämlich viel zu besprechen, erörtern und herauszufinden. Geht's mit dem Ton? Ja? Es steht auf dem Programm, dass wir Deutsch, Englisch, Isländisch reden. Ich sehe, dass ein paar Leute hier drin sicher gerne ein bisschen Isländisch hören, deswegen beginnen wir so ein bisschen Deutsch-Isländisch, werden aber wahrscheinlich immer mehr ins Englische rüberschwappen. Und je nachdem kann ich das dann auch übersetzen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Eine Frage, wenn man nach Island kommt als ausländischer Gast, die wird einem immer gestellt. How do you like Iceland? Und Sion ist Writer in Residence in Zürich, in Zürich schon seit einem Monat und bleibt eine Weile. Sion, how do you like Zürich? let me first say that I'm very glad for the invitation to come here and honored. And it's wonderful to have this opportunity tonight to meet you all. And thank you for coming. Zurich is, as you know, a very lovely city. It is so full of history and culture. And so far, I am enjoying it. There's much more to come. There's much more to come. And I'm slowly discovering all the different parts of the city and the different atmospheres. So it's obviously a city that has much to offer. Mm-hmm. And I am living in Hottingen. Mm-hmm. And to my pleasant surprise, I discovered soon after I came that it has a literary history. I saw that Elias Canetti, the wonderful author of Die Blendung, and that is called Auto da Fe in English, lived there close by. And Wedekind got the idea for the Spring Awakening in the next street, and Urs Widmer lived there a few streets down. And so I feel like I'm in the right neighborhood. So when I leave, I will say, Ich bin ein Hottinger. Sehr schön, sehr schön. heute Abend, ég ætla að blanda smá í upphafinu íslensku og ensku þýsku, en það væri kannski að tala meira ensku á eftir. En við ætlum að byrja að tala eins bókina. Við gehen mal so langsam auf das Buch zu, sage ich mal, und ich möchte einen kurzen Überblick geben, einfach über die Rahmenhandlung, denn ich glaube, bevor wir tiefer eintauchen, geht es darum, das Buch mal als Ganzes zu verstehen. Codex 1962 ist nämlich ein Werk, das über 23 Jahre entstanden ist und besteht genau genommen aus drei Büchern. Das erste hat Sion 1994 verfasst und kam auch in Island dann raus. Deine Augen sahen mich. Dann der zweite Teil, Islands 1000 Jahre, Islands 1000 Jahre, das ist aus der Nationalhymne, der isländischen Nationalhymne, kam 2001 auf den isländischen Markt und
2016 der dritte Teil, Ich bin eine schlafende Tür. Und 2016 kam dann auch das Gesamtwerk in Island heraus. Übersetzt hier in der deutschen Fassung von Betty Wahl erschien es beim Fischer Verlag letztes Jahr. Und was ist da drin in dieser Wundertüte? Es ist wirklich eine Wundertüte, muss man sagen. Wir tauchen ein in die einfach Rahmenhandlung. Der erste Teil versetzt die Leserin oder den Leser ins düstere, surreale Kriegsdeutschland der 40er Jahre. Wir befinden uns im fiktiven Nest in Niedersachsen, das heißt Kükenstadt, wo sich ein Zimmermädchen vom Gasthof Frieslander um einen schwachen, abgemagerten Unbekannten kümmern und diesen pflegen muss. Dieser sogenannte Leo Löwe vermochte dem Todeslager zu entrinnen. Die genauen Umstände seiner Odyssee bleiben im Dunkeln. Und er hat eine Hutschachtel bei sich, die er auch retten konnte, als er sich selber gerettet hat. Und in dieser Hutschachtel befindet sich ein feuchter Lehmklumpen. Ein Goldring gehört auch zu seinem Hab und Gut und ein Koffer, mehr hat er nicht dabei. Und das Zimmermädchen Marie-Sophie kümmert sich um ihn, pflegt ihn liebevoll und verliebt sich in den geheimnisvollen Unbekannten. Gemeinsam modellieren sie aus dem Lehmklumpen dann einen Säugling. Im zweiten Teil kann Leo Löwe erneut flüchten und gelangt auf die Goðafoss. Die Goðafoss war damals das größte Schiff der Isländer. Und so gelangte im Jahr 1944 auf diesem Schiff nach Island und baut sich dort eine Existenz auf. Den Lehmklumpen in der Hutschachtel hat er natürlich mit dabei, der Goldring aber wird ihm auf dem Schiff Goðafoss geklaut. Er braucht diesen Ring aber, um den Lehmklumpen, diesen Säugling, zum Leben zu erwecken. Und damit beginnt in diesem zweiten Teil, der auch als Kriminalgeschichte bezeichnet wird, eine Odyssee sozusagen weiter, um diesen Goldring wiederzufinden, den er braucht für das Erwecken von diesem Klumpen. Es gelingt ihm zum Schluss und es endet in einem Kampf mit dem Übeltäter, der den Goldring entwendet hat, der sich dann in einen Werwolf verwandelt. Darauf kommen wir zurück. Und so gelangen wir zum dritten Teil, der auch die Erzählstruktur enthüllt. Denn der gesamte Roman von Anbeginn ist wie eine mündliche Erzählung aufgebaut. Das heißt, es ist ein Dialog zwischen dem Sohn, man merkt sehr früh, das ist der Sohn von Leo Löwe, der hier spricht, der mit einer weiblichen Person sich unterhält. Am Anfang ist nicht klar, wer das ist. Im Verlauf des dritten Bandes oder eben eigentlich selbstständigen Romanes, kann man sagen, wird dann klar, dass diese Gesprächspartnerin eine Mitarbeiterin der Firma Codex ist. Codex ist ja auch der Name des Buches. Das ist eine Genfirma, die den Genpool der Isländer sammelt, um die Daten weiter zu verkaufen. Der Chef dieser Firma, Codex, Hrólfr, verspricht sich Großes. Er ist Genforscher, er ist auch ein Geschäftsmann und er möchte dieses Nordlicht, das sozusagen in den Adern der Isländer fließt oder im Blut ist, weiterverkaufen. Wer ist nun der wahre Alchemist? Ist das Leo Löwe einerseits, der aus einem Lehmklumpen mit seinen Hautschuppen, mit seinen Körperflüssigkeiten einen Teig geformt hat und daraus ein Leben formt, gemeinsam mit Marie-Sophie, einem Golem, den er erschaffen hat? Oder ist der Alchemist Hrólfr, dieser Chef von Codex, der Genforscher, der auf Kosten der isländischen Bevölkerung und ihrer angeblich unvermischten Gendaten ein Machtimperium aufbauen will? Und was genau ist eigentlich der Codex? Ein Codex ist ja eine Sammlung, eine schriftliche Sammlung, aber ist es die Sammlung vom Wissen um die Vergangenheit, die im Lehmklumpen drin ist, oder ist es das Wissen, das in der Genetik drin ist, der Isländer, also ist es der Golem oder das Genom? Der Roman lehnt sich, wie gesagt, mit diesen beiden Erzählpersonen im Stil an eine mündliche Tradition an und bedient sich einer breiten Palette von Mythen, Sagen, Erzählungen, Märchen. Und Sion schöpft hier wirklich aus der Vollen. Also er bedient sich, ich kann gar nicht alles aufzählen, also einerseits im Alten Testament, in der jüdischen Mystik und Lehre, in den isländischen Volkssagen, im Nibelungenlied, in den Sagas natürlich, den Isländer Sagas, in der isländischen Literatur des 20. Jahrhunderts,
in der nordischen Mythologie, in der griechischen Mythologie, es ist unendlich. Und als Leser oder Leserin erlebt man kafkaeske Momente, bulgakowsche Momente, Stanislaw Lemsche Momente. Und es gibt viele Engel, es gibt Untote, James Bond kommt mal vor, es gibt Berserker, Figuren des heutigen Island wie Kauri Stefansson, der wirklich der Chef ist einer Genfirma, oder isländische Politiker, die man auch erkennt. Werwölfe kommen vor, wie gesagt, Yuri Gagarin, Marilyn Monroe, Saga-Helden. Es ist ein Potpourri, Einhörner, Eitl und Njautl und so weiter und so fort. Große Themen werden angeschnitten, es ist wirklich alles drin, so wie eine Wundertüte. Der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, soziale Gerechtigkeit wird behandelt, Herkunft und Zugehörigkeit, Geschlechterfragen, Ethik und Moral bei der Verwendung von Daten, sehr aktuell, Religion und so weiter und so fort. Eigentlich ist es so, dass Sion aus der gesamten Weltliteratur ganz viel nimmt und verwurstet es sozusagen, sage ich jetzt mal, zu einem Lehmklumpen. Und am Ende entsteht dieses wunderbare Werk, das eigentlich der Golem selber ist, irgendwie. Und Sion ist sehr, sehr lesenswert, dieser Golem, ich kann ihn nur empfehlen. Aber du bist sehr fasziniert, das merkt man von Anfang an, von dieser Figur des Golem. Wie bist du denn darauf gestoßen? Fandst du Golem, fandst du schon auch überwert? Aber ich svara íslensku. Já, kannski aðeins að byrja með. Já, ég hef alltaf verið hrifin af ævintýrum og þjóðsögum og góðsögum. Jafnframt öllu þessu sem að þú varst að telja upp hér. En sagan Golem kom til mín í gegnum myndlistamann íslenskan, Alfred Flóka, sem að var svona hinn íslenski Salvador Dali, var svona fulltrúi surrealismans á Íslandi. Og ég kynntist honum þegar ég var 17 ára gamall. Og það voru þrjár bækur sem að hann sagði að ég yrði að lesa svo að það væri hægt að tala við mig. Og þessar bækur voru Meistarinn og Margarita eftir Bulgakov, Krókudílastrætið eftir Bruno Schulz, sem stundum kölluð Kanelbúðirnar, og Der Golem eftir Gustav Meyring. Og ég elska allar þessar bækur en þann dag í dag. En Góleminn setti mig af stað á ferðalag sem að endaði með því að ég skrifaði þessa bók. Og það sem að heillaði mig við Góleminn var það að í þeirri frásögn birtist einn elsti draumur mannsins sem það að geta skapað líf sjálfur, geta blásið líf í dautt efni á sama hátt og hann var skapaður. Sion hat gerade gesagt, er war schon sehr früh interessiert an Volkssagen und Erzählungen, aber es ist eigentlich ein isländischer Maler, der ihn darauf gebracht hat, also den Golem, sage ich jetzt mal, zu finden. Das war Alfred Flóki, der ist, man kann sagen, so ein isländischer Dalí, Salvador Dalí. Und Sion war 17, als er mit ihm gesprochen hat und der Maler hat gesagt, du musst drei Bücher lesen. Das ist Bulgakov, Schulz und eben von Meyring, der Golem, dem österreichischen Autor. Und so ist er auf die Geschichte gekommen und es hat ihn fasziniert, wie man eben etwas Leben eingeben kann, einblasen kann und etwas zum Leben erwecken kann. Fiegst du þá hugmyndin að skrifa bókina strax með því að lesa mæring bókina? Nei, nei, það kom löngu síðar. Ég var 17 ára þegar ég var að lesa þessa bækur og þær höfðu síðan allar mjög mikil áhrif á mig sem þann skáldsagnahöfund sem ég varð 10 árum síðar. Ég skrifaði fyrst skáldsögu 1987 og Gólemsagan satt bara alltaf einhvers staðar svona í bakhöfðinu og það var ekki fyrir en ég kom til Prag sumarið 1990 sem að þessi bók kviknaði.
Er war, ich muss dazu vielleicht noch erwähnen, dass Sion schon mit 16 seinen ersten Gedichtband herausgegeben hat, aber es war nicht vor 1987, dass er seinen ersten Roman verfasst hat. Und beim Lesen der eben vorher erwähnten Bücher, seit damals hat er den Golem quasi im Hinterkopf, aber erst später, 1990, reiste er aus Prag und da entstand auch die Idee für dieses erste Buch hier. Maybe we can continue in English, just to... It was nice to hear you speak Icelandic, of course, but I think it's... is it okay in English? Does everybody understand it, or shall I translate that consecutively as well? Okay. What happened in Prague then? Can you tell us this story maybe a little further? Yes. So what happened in Prague, I came there in the summer of 1990. So in the summer after the Velvet Revolution, I came there with my Icelandic friends, the Sugar Cubes. They were a rock band that was successful outside Iceland and in many countries, the first band that broke through in the world. And they gave a concert in the summer of 1990 in Prague. And at the invitation of Olga Havel, it was a benefit concert for an organization for young people that she was founding. And we were told it was the first concert by a band from outside the Eastern Bloc in Prague after the revolution. And I stayed on for a few days after the band left. And I did it because I had fallen in love with Prague as a young man, as an aspiring poet, not only through the book by Gustav Meyrink, but also through the poems of Vítězslav Nesval, the Czech surrealist. He wrote a series of poems about the city. One of the poems was translated into Icelandic by one of the great modernist poets, Hannes Sigfússon. And it's called, in the translation, it's called Prague Seen Through the Fingers of the Rain. And it is a poem, I think, specially designed to make you fall in love with Prague and to bring you there. So I had always wanted to go to Prague. And then I had, after reading The Golem, wanted to go there even more and to explore the street of the alchemists and the old town and the Jewish old Jewish part and the Jewish cemetery. So I was there on a pilgrimage. And I had amazing days there and nights. Tourism was just starting. There were many things to discover and learn. One thing you learned was that it was not easy to get anything to eat in Prague. Because whenever you went to a restaurant, they stopped you in the door and they said in German, reservation in as many languages as they could, because in the days of the Eastern Bloc, you could never go directly to a restaurant. You had to register so the Secret Service would know who was in the restaurant at any given time of the week. So I, of course, learned the trick of always registering a table the next day. So I learned the game. But then, you know, the streets were empty at night, and it was amazing to just be able to walk like a creature or a lost man from a Kafka novel or a creature from Meyrink's novel, to just be exploring the streets at night. That is, I have so many amazing images in my mind from those days. But I went to the Jewish cemetery, which is one of the wonders of the world. It's a strange place because they weren't allowed to expand the cemetery. They had to bury their people, you know, on top of each other, and they had to bring in earth from outside to the cemetery. So the cemetery is really like a hill there in this neighborhood. And I went there and to explore it, and especially to visit the grave of the great Rabbi Löw, who was the original creator of the Golem.
He's the creator of the golem in the days of Rudolf II. And he was one of the most learned men of not his times, but in the history of Jewish culture. A great scholar and founder of schools and academies. And so I just wanted to go and pay my respect at the grave of the original creator of the golem. So I came to the grave and I saw that people were putting stones on the grave. They were writing little notes to the great rabbi asking for help and favors and advice. And they were putting those little papers on the grave and the stones on the paper, and they were maybe slipping the notes into the grave to get better contact. And I thought, okay, they are doing this, and I will do the same. And I had a small personal problem at the time, and I thought, well, you know, let's see, you know, I don't want to, there are so many people coming here. I don't want to give him a big task. So I just wrote this little note and put it there, and walked away from the cemetery. And actually, just a few days later, he solved the problem. He's an all-powerful, you know, man with contacts everywhere. So he solved it like that. But because I'm a polite young man, I was a polite young man from Iceland, I had promised him that I would do something for him if he solved my problem, and that was to bring the golem to Iceland. And when he immediately solved my problem, of course, he immediately had something to reclaim from me. And that's how I started thinking about what can I do? How can I bring the golem to Iceland? And the most obvious way was to bring the golem through literature to Iceland. Because as you know, the Icelandic sagas, the literature that was written in Iceland in the medieval times, in the 12th, 13th, 14th century, is our claim to a place at the table of civilization. And thereby it is our main, and was for a long time, our only tool for communication with the big world. So I thought, if I can bring through literature this creature, this amazing creation of the rabbi, to Iceland in a story, then I have done my part. And it was only finished almost 26 years later. Yeah, but we can go into the story and see how the golem traveled from Prague through Germany to Iceland, because in the first part we are in Germany. And what was very striking when I read it is you described the scenery around this Gasthof in Niedersachsen, in Kükenstadt. I really like the name, Kükenstadt. You describe it as people look at it as a model. I used to work at the theater, and at the theater they do always, for a new play or an opera, they make a model. Maybe not nowadays anymore, but before. And the two protagonists talking to each other, they look at it, and it's like a dollhouse. And this scenario, to look at it from the outside, I found that very special in the beginning, and it took me a while to get into it because I wasn't sure what we are looking at and from what perspective we are looking at it. And is this your theater background that you set it up like that? No, the book is so much about artificial beings, to present the main characters at the beginning as, or the main character of the first book, who is Marie-Sophie, the young woman working, the maid working at the Gasthaus, to introduce her there first as almost like a doll figure that you start moving around and that you put into action until she gets a life of her own, and we have accepted her as a character we will go through this story with. That was more the setup. But also, you know, it is a book made up of
books. It's a book made up of stories. And one of the characters in Gustav Meyrink's original Golem is a puppet master called Frieslander. So the guest house is named after the puppet master Frieslander, and that's where I set my puppets in action. And yeah, that was the perfect way of doing it. It feels a little bit like watching string dolls. Or yes, yes. Like it's somebody's yeah. playing them. In yeah. The beginning. Yeah. Yeah. But the book is about creation. It's a book, it's about beginnings, and then it develops in the third part, in the third book. It develops into a story about endings. Mm-hmm. And when I started looking for the story that could bring the Golem to Iceland, I thought, what was the ultimate moment for the Golem? What was the ultimate Golem in history? Ultimate moment in history for the Golem? It was obviously the time in history when he and the culture that he sprung from was about to be eliminated by the Holocaust and by the Final Solution. So I thought, if he slips out of Germany at any point or out of Europe at any point, it has to be at the point where it matters. And I started thinking about where I come from, and I'm born in 1962, as this book advertises. And I realized that not only was I born in 1962, but the two persons that brought me into being in this world, my parents, they were born in the days of the Second World War. So that is where the possibility of me really starts. So the love story between the two people here, they are that story in a way prophesizes the birth of the author of this book. And that's why I set it there. It had to start there at the darkest hour of European history. Yeah. And because it was the darkest hour, and it actually was supposed to end with the end of that terrible story, it was also the beginning of the world that I was born into in 1962. Let's go back to your parent generation, and maybe let's hear the first some pages from the first part. Thomas Saarbacher will read for us, and this is, as I said, it's from the first part of the book. Die Uhr in der Empfangshalle schlug 11. Von unten aus dem Speisesaal drang fröhliches Stimmengewirr. Der Eigentümer war nach Hause gekommen und hatte seine Kameraden zu ein paar Getränken eingeladen, wofür sich diese mit markigem Gegröle bedankten. Marie-Sophie schlenderte durch die Priesterkammer und rieb die Handflächen aneinander. Was kann ich tun? Der arme Tropf lag nackt unter einer Schicht Asche und schnarchte. Sie setzte sich neben ihn und strich die Asche von seinem Gesicht und seinen Händen. »Ich bin rein. Es tat so gut, mit dir zu brennen. Aber sie wollen dich von mir trennen, dich wegbringen, jetzt, wo ich dich immer bei mir haben will, auch wenn du schnarchst wie ein Schwein? Und das, obwohl ich mir einmal geschworen hatte, mich niemals mit einem Mann einzulassen, der schnarcht.« Sie strich die Asche von seinen Lippen und erwachte auf. Sie zog einen Schmollmund. »Nicht weggehen?« »Wohin könntest du auch gehen? Musst du denn gehen?« Der arme Teufel versuchte, das Mädchen mit einem leisen »Schsch« zu beschwichtigen, aber sie ließ sich nicht beruhigen. »Wenn du gehen willst, dann sag mir alles. Vor wem musst du fliehen? Kommst du zurück? Sag mir alles, ich muss alles wissen.« Er setzte sich im Bett auf, schwang seine dünnen Vogelbeine hinunter auf den Fußboden und sie half ihm auf die Füße. Er sprach sie mit gepresster Stimme an. »Wo ist mein Koffer? Da ist ein Bademantel drin. Könnte ich den haben? Und dann hatte ich noch eine Schachtel.« Das Mädchen öffnete den Koffer und fand, wonach er gefragt hatte, einen nachtblauen Bademantel mit silbernen Sternen besetzt. Er zog ihn vorsichtig über
schob die Ärmel bis zu den Oberarmen hoch wie jemand, dessen Ehre wiederhergestellt wird und der sich nicht sicher ist, ob sie ihm noch etwas bedeutet. Ich werde dir alles zeigen, was es zu sehen gibt. Die Schachtel, war die nicht auch irgendwo hier? Hier ist sie. Marie-Sophie legte die Schachtel aufs Bett. Es war eine ovale, schon ziemlich abgewetzte Hutschachtel mit rosa Blümchenmuster, auf deren Deckel die Aufschrift Dodgson and Tanyel, Hatters of England, zu lesen war. Und er stand für einen Moment andächtig davor. Würdest du sie dort auf den Tisch legen? Der Ärmste seufzte leise und zeigte hinter sich auf den Frisiertisch. Das Mädchen trug die Schachtel dorthin. Hier? Und wärst du so nett, den Spiegel mit irgendeinem Tuch zu verhängen, bitte? Eigentlich wusste Marie-Sophie gar nicht, wie sie sich verhalten sollte. Was war in den Mann gefahren? Er war kein armer Teufel mehr, sondern benahm sich wie ein Chirurg im Operationssaal oder ein Grafikermeister in seiner Werkstatt, der seine Lehrlinge nach seiner Pfeife tanzen ließ. Und es war gerade einmal ein paar Stunden her, dass sie zusammen gebrannt hatten, in der lodernden Kammer zu einem Wesen verschmolzen waren. Sie schnaubte. Tja, wenn er das so haben will, wenn er so tun will, als sei nichts zwischen uns vorgefallen, dann bitteschön. Ich jedenfalls werde ab jetzt von Männern nur noch das Schlechteste erwarten. Sie bedeckte den Spiegel mit einem Handtuch und beobachtete ihn dabei aus den Augenwinkeln, den armen Teufel oder was immer er war. Dann löste sie die weiße Bauchbinde, die den Deckel der Hutschachtel an seinem Platz hielt. Er murmelte etwas vor sich hin in einer Sprache, die sie nicht verstand, und hob den Deckel ab. Als er den Inhalt der Schachtel sah, schien sich seine Laune plötzlich zu bessern. Dann beugte er sich nach vorne und nahm etwas heraus, das Marie-Sophie für ein Unterkleid aus lachsrosa Seide hielt. Er rief ihr leise zu, komm her. Sie kam näher, er legte das Seidenkleid neben die Hutschachtel auf den Tisch und holte ein weiteres Bündel hervor. Marie-Sophie gefiel die Sache nicht. War das Unterwäsche? Und er ein ausgefuchster Schwarzmarkthändler? Na prima. Oder gerade eben nicht, so einen gehegt und gepflegt zu haben. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um dem Mann besser über die Schulter schauen zu können. Er wickelte ein Seidentuch nach dem anderen von dem Bündel, bis ein roter Klumpen, etwa so groß wie ihr Unterarm, zum Vorschein kam. Sie musterte abwechselnd den armen Teufel, Mann, Gast oder wie immer sie ihn seit seiner Verwandlung nennen sollte und das Ding in der Hutschachtel. Freude leuchtete in seinen Augen und nach kurzem Schweigen flüsterte er mit zittriger Stimme über die Schulter: Und? Wie gefällt es dir? Marie-Sophie verschlug es die Sprache. Wie gefällt es dir? Was? Der rote Klotz, der Hackbraten? Was meinte der Mann damit? Nach allem, was sie miteinander geteilt hatten, zeigte er ihr jetzt einen blutroten Klumpen und wollte wissen, wie ihr dieses unförmige Etwas gefiel. Entweder hielt er sie zum Narren oder er war nicht ganz bei Verstand. Aber wie auch immer, sie musste ihm antworten. Er war nicht mehr der arme Tropf, sondern ihr Gast, und es gehörte zu ihren Aufgaben, alle hier wie zahlende Gäste zu behandeln, wie die Inhaberin gerne betonte, auch wenn es die letzten Idioten waren. Wie gefällt es dir? Ich weiß nicht. Sie versuchte, ein unbedarftes Gesicht zu machen. Er trat einen Schritt zur Seite, legte seine Hand auf ihre Schulter und schob sie sanft näher an den Tisch. Fass ihn mal an. Er nahm ihre Hand und führte sie auf den Klumpen zu, aber sie zog sie schnell wieder weg. Was ist los? Du hast mir zurückgegeben, was sie mir genommen hatten, die Liebe. Und zum Dank dafür will ich dich teilhaben lassen an dem Einzigen, was ich habe. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin es nun mal gewohnt, selbst zu entscheiden. Nicht nur, wie ich mich kleide, was ich denke oder esse, sondern auch alles andere. Auch ob ich zum Beispiel den Zeigefinger ausstrecke, um ihn irgendwo hineinzubohren. Nicht bohren, sanft berühren. Marie-Sophie tippte mit der Fingerkuppe des rechten Zeigefingers leicht auf den Klumpen. Er fühlte sich kalt und feucht an. Das ist so eine Art Lehm, oder? Der Gast, der Mann, der arme Tropf, nickte. Wozu hast du einen Lehmklumpen in einer Hutschachtel dabei und tust, als sei er das lebendige Herz, das in deiner Brust schlägt? Die Leute könnten behaupten, dass du
Ja, vor nicht allzu langer Zeit hätte man es sicher sonderbar gefunden, seiner, mit Verlaub, Geliebten unter vier Augen einen Lehmklumpen zu zeigen. Moment mal. Er zog mit einer Drehbewegung einen Siegelring vom kleinen Finger, hielt ihn vorsichtig fest und drückte das Siegel in den Lehm. Das Mädchen sah ihn fragend an. Und jetzt berühre ihn noch einmal. Marie-Sophie zögerte. Er hatte gesagt, dass er sie liebe, oder etwa nicht? War es dann nicht besser, einfach zu tun, was er wollte? Welche Rolle spielte es letztendlich, ob er nun verrückt war oder nicht? Es wäre traurig, so uneinig auseinanderzugehen. Es hatte so gut getan, bei ihm zu sein, sich alles von der Seele zu reden, während er vor sich hin dämmerte, rot zu werden, wenn er aufwachte und sie ansah. Und es war so schön gewesen, miteinander zu brennen. Sie konnte nicht verhindern, dass er ging, dass sie ihn wegbrachten. Was konnte sie dagegen schon tun? Sich wie ein Luchs auf sie stürzen und sie zerfleischen, sich an ihnen festbeißen und sie mit ihren Krallen in Fetzen reißen? Höchstwahrscheinlich kämen an ihrer Stelle immer wieder neue nach und ihr Magen hatte nicht das Fassungsvermögen für alle, die sie erlegen würde. Sie sehnte sich danach, für ihn zu kämpfen. Aber so wie die Sache aussah, blieb ihr nichts anderes übrig, als dieses absurde Spiel mitzuspielen. Ihn würde das freuen und sie selbst viele, wenn sie sich dann trennen mussten aus allen Wolken, und beides wäre in einem solchen Moment nicht das Schlechteste. Jetzt fass ihn mal an. Sie strich mit den Fingerkuppen sanft über die Oberfläche des Klumpens. Gott! Er zuckte zusammen wie ein Regenwurm auf einer Handfläche und zitterte leicht. Was war das überhaupt? Eine Seegurke? Das Mädchen hatte noch nie eine Seegurke gesehen, hatte aber ein sehr genaues Bild davon vor Augen. Eine Seegurke sah in etwa so aus, so dick wie ein Unterarm, der an einem Ende dort, wo die Mundöffnung saß, spitz zulief. Oder hatte solches Getier keinen Mund? Marie-Sophie wandte den Blick von dem Wesen ab. Beißt es? Der Mann schüttelte den Kopf und strich den Abdruck des Siegelrings glatt. Der Lehmklumpen wand sich unter seinen Händen, dann lag er wieder regungslos wie ein Stück Holz in seiner Hutschachtel. Das Mädchen sah den, den sie liebte, verwirrt an. Welche Wissenschaft war das hier? Was für eine Magie! Er zog den Schreibtischstuhl heran und bat sie, Platz zu nehmen, indem er seine rechte Hand locker um ihr Handgelenk legte. Sie setzte sich und wartete darauf, dass er ihr alles erklärte. Er holte tief Luft und legte die Handflächen aneinander, wie um zu beten, schloss für einen Moment die Augen, senkte den Kopf und hob die Hände vors Gesicht, sodass die Fingerkuppen an seine Nasenscheidewand stießen. Die Luft im Zimmer wurde dumpf und schwer. Um den tief in Gedanken versunkenen Mann sammelte sich die Dämmerung, und die Dämmerung war so dunkel, dass es dem Mädchen schien, die Zimmerwand löse sich in nichts auf, sodass man ins Nachbarzimmer dahinter sehen könne. Und dort schimmerte eine goldene Wand und auf einem Kerzenleuchter mit mannshohem Sockel flackerten sieben Kerzen. Die Kerzen rusten und ihr Qualm formte sich über den lodernden Flammen zu immer neuen Zeichen und Buchstaben einer Sprache, auf die sie sich beim besten Willen keinen Reim machen konnte. Einen Augenblick später war diese kleine Ewigkeit vorbei. Er streckte sich und schien auf einmal hellwach. »Mein Name ist Löwe. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen.« Er verbeugte sich vor ihr mit einem Lächeln und sie musste schlucken. »Und das, was ich dir gerade gezeigt habe, was da in dieser Hutschachtel auf seinem seidenen Kissen ruht, ist mein Kind, mein Sohn, um genau zu sein. Und er wird auch dein Kind, wenn du mir helfen willst, ihn mit mir zur Welt zu bringen.« Marie-Sophie sah den Mann wie vom Blitz getroffen an. Diesen sonderbaren, armen Kerl, in den sie sich verliebt hatte, ob sie wollte oder nicht. Sein Kind? Ihr gemeinsames Kind? Dieses abscheuliche, feuchte Etwas, das sich wie eine durchgeschnittene Riesenmade krümmte und wand, sobald sie es berührte? Wirklich, sehr romantisch. Sie schob sich unruhig auf der Bettkante hin und her und hoffte, er werde ihre Körpersprache richtig deuten. Etwa im Sinne von, so, ich muss dann mal los. Oder,
Na, was du nicht sagst. Löwe heißt du und in der Schachtel dort auf dem Tisch hast du das Rohmaterial für ein Kind aus Lehm dabei und ich darf es mit dir zusammen zur Welt bringen. Ja, schönen Dank für das Angebot, aber könntest du mir die Sache zuerst mal etwas genauer erklären? Ich bin bloß ein einfaches Dienstmädel vom Land und kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ich dachte nämlich immer, die kleinen Kinder, die Tierjungen und sonstigen Sprösslinge kämen auf andere Art zustande als diese. Marie-Sophie zog die Augenbrauen hoch und zuckte mit den Schultern. Er lächelte aufmunternd zurück. Tja, ich denke, es ist wohl das Beste, wenn ich dich jetzt allein lasse. Dir geht es ja schon viel besser und außerdem hast du jetzt bestimmt genug von mir, nachdem ich dir in den letzten Tagen mit meinem endlosen Geschwätz auf der Pelle hing. Sie sprang auf, ging zur Tür und wollte gehen, doch dann drehte sie sich noch einmal um zu ihrem armen, verstörten Mann und reichte ihm die Hand. Es war nett, Sie kennenzulernen, Herr Löwe. Ja, genau, Sie meine ich. Löwe nahm ihre Hand, musterte sie eingehend und warf dann einen kurzen Blick auf die Hutschachtel. Glaub mir. Und Marie-Sophie wusste, er würde ihre Hand nicht loslassen und sie war bereit, sie ihm zu geben. Sie hielten sich an den Händen. Er führte sie zurück ins Zimmer und sie führte ihn zurück ins Zimmer. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, diesen Klumpen zu erschaffen. Aus Erde bei der Alt-Neu-Synagoge in Prag, aus Tau von den Rosenblüten im Schlossgarten, aus Regen vom Straßenpflaster im jüdischen Viertel und aus vielem anderen mehr. Aus was noch? Du wolltest mir alles erzählen. Marie-Sophie und Löwe wanderten durch das Zimmer, soweit der begrenzte Raum dies erlaubte, leicht und federnd wie bei einem Sonntagsspaziergang. Und dabei beschrieb er ihr, wie er seine Körperflüssigkeiten aufgefangen hatte, Auswurf, Blut, Schweiß, Nasenschleim, Knochenmark, Kot, Urin, Speichel und Sperma, und sie über die Jahre stetig und gleichmäßig in den Lehm eingeknetet hatte. Außerdem Späne von Finger- und Fußnägeln, Haare und Hautschuppen. Das Mädchen ekelte sich bei dieser Aufzählung, aber mittlerweile wunderte sie sich über nichts mehr. Von nun an konnte ihr nichts Schlimmes mehr zustoßen. Sie ließen ihre ineinander verschränkten Hände vor- und zurückschwingen und sie hätte seinen Vortrag sicher noch mit leisem Summen unterlegt, wenn ihr das Ganze nicht sowieso schon grotesk und sonderbar genug vorgekommen wäre. Er hatte seine Aufzählung beendet, und sie blieben vor dem Schreibtisch stehen und betrachteten mit funkelnden Augen den Lehmklumpen in der Hutschachtel, mit glühenden Wangen wie ein Ehepaar, das sein Erstgeborenes in seiner Wiege bestaunt. Sie umschloss fester seine Hand. Unser Kind. Danke. Teil 1 wird ja als Liebesgeschichte bezeichnet. It's a love story, part one. And here it's kind of the birth of their child. And a child that is called, all the terms, Hackbraten, Seegurke, Klumpen, and so on. It doesn't sound very appealing when you hear it first, but it's their child. And Marie-Sophie has a very important role in this because Leo tells her, I love you, and the love, I need that love kind of to create the child. Because initially in the Prager Golem story, they need the elements, water, fire, and so on, to create, to make the Golem coming alive. And here it's like you change a little bit the elements. Of course we have the fire, but the fire comes from Marie-Sophie, not from the Golem itself. And you kind of replace the water or the other elements with love. This Marie-Sophie has a very important role, but what brought like her figure to life? Because she's like a mother figure here, but a very strange one in many ways. She's the mother. Her name is Marie, and it's all so obvious. Marie-Sophie C. actually came about, and this first volume came about when I was working on the story, and at the beginning I was going to delve right into the contemporary times, which is 1992, when I sit down to write the book.
And I thought, okay, if I start the story in Reykjavik in 1992, maybe it's good to have a small prologue about where this starts, where the story really starts. And I wrote a scene which then became the last chapter of the book, where Leo is being taken away from the guest house with the intention of bringing him back to the death camps, because he has been exposed by an informer. And there is the scene where they are carrying him out of the guest house. And as I was visualizing that scene in the lobby, I noticed a door to the kitchen. And the door to the kitchen had this oval window, and there was a silhouette of a young woman in the window. And I thought, she is a witness. What does she say? What is she seeing? And that became the seed for Marie-Sophie. I realized this woman, this silhouette, would be the first main character of the book. And immediately, the whole book, more or less, appeared in front of my eyes, because I am the writer and I could see into her mind. And it's very much built up on her, and she disappears then, because Leo goes on and he ends up in Iceland. Yes. She kind of disappears out of the story, but what was initially very important for the creation of the... I just want to add about the origin of this book, because not only was I thinking about how I came into being when two people who were born in the Second World War met and created me in a different way from he's created, in the way that Marie-Sophie knows. But also, I had had my first child in the summer of 1992 with my wife, who's here with me today, Ása Júníusdóttir. And the book is dedicated to her and our little daughter, Júnía. So I think that made it possible for me to write the book, that having actually taken part myself in the act of creating new life made it all real. Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's very beautiful. But at the end of the story, I think we can say that, because people know it's three books and you gave a nice summary of the trilogy. It is a book that is notoriously difficult to summarize, I can tell you. I would not be able to do it myself. I would get lost in the details of this labyrinth in a hidden corner. But the story moves from this small town, Kugenstad, to another small town called Reykjavik. Reykjavik, yeah. And then it moves to our times. So, yeah. And we go on in time and space, as you said. We kind of go on in the second book to Iceland and Leo is I would like maybe to talk about this part now. I thought first we do it at the end. But he comes to Iceland and he's living there for several years. And of course, he's a foreigner and he realizes very fast that he needs to learn the language. And let's make a little Iceland and Icelandic part here, because this is it's so beautiful to read between the lines. You really, really, really... It's like an advertisement for Iceland and the Icelandic language. And it's so beautiful, the way you say that there's nothing more beautiful in the world than a spring evening in Reykjavik, for example. And I agree that it's so beautiful. Yeah. And you say in between that there are so many, just read it, there are so many places where you talk about the beauty of Asia and other things. And actually the three... When Leo comes to Iceland, he later meets an American guy, Anthony, and he also meets a Russian guy, Pushkin. It's the Cold War. Yeah, it's the Cold War. And the three of them, they kind of work together. I'm not going into details now, but it's the Cold War, but it's also the three of them are foreigners. And they kind of
built this pact, and at some point they say, like, we are more Icelandic than the Icelanders, and they grow within into this culture. And also you recite that so many places Icelandic literature from the sagas to the 20th century, and actually one of the topic, the many topics in the story is also a kind of the nationalism. And when I read this, I thought, you, Sjón, you're really a nationalist, the way you present Iceland in this book. And one part is also about the language. And are you afraid? You say, for instance, that the youth in Iceland is now, it's very early in the 50s, that you say that the young people in Iceland, they eat chewing gum. I cannot recite it in English, but it's kind of they eat chewing gum and they speak in a very bad way and their grammar is really bad and they don't speak proper Icelandic anymore. And it's back in time. We're not talking about the present yet. And are you afraid for that the Icelandic language could disappear even now? Okay, let me start by stressing that many of these ideas that you have just listed for us are not my ideas. They are the ideas of the characters in the book. So the total love for the language in the book by the Icelandic teacher who is teaching Leo and Pushkin, the Russian guy from the Russian from the Soviet embassy, and who is obviously a spy. The professor who gives them the lectures and the lessons, he gives this amazing speech about the beauty of the Icelandic language and the ultimate power of the Icelandic language and the fact that no one except those who are born in Iceland will master it perfectly. And that means that only those who are born into that language will have words for everything that needs to be expressed in this world and the universe. So many of those ideas, if we are polite, we can say that they border on the ridiculous. And obviously people after the Second World War... May I just very quickly interrupt? Because there are some people in here who are learning Icelandic, and I think all of us learning Icelandic or went through this process that we encountered Icelanders telling us that you will never learn. Yes, it. Yes. That's still today. That's yeah, still today. And he says, you can try. You can try. You will never get it. I'm here to help you try. You will never get it. Just face the fact. And so he tolerates them. So what happens is that Leo comes to Iceland on the 18th of June, 1944. He comes to Iceland the day after the country has declared independence and it's become an independent republic. So he steps into the new reality of the new country that has no time nor patience with anything but itself. And he's someone who comes into the situation with the biggest story of the times, which is the story of the Holocaust. He's escaping from the largest, most horrible event in at least European history. And there is no one who has the least interest in what he has gone through. And I base this on, his relationship with the society when it comes to this, on a book that was published in Iceland in 1947 by an Icelander called Leifur Müller. And this book is one of the very first books written by anyone who came out of the death camp system and tried to tell his story. And this book is written and published in 1947. It was met with total ignorance, even though this was an Icelander, you know. It was met with total ignorance.
and lack of interest. And in the one review that was written, it's more like just a small news item. It said, well, this young man from Vesturbærin, from the west side of town, is telling this story about his not so good experience in the last few years in the prison system of Germany. You know, they had no understanding and they had no patience for it. So this is the society that that Leo comes into. So I think you would have to take everything nice that I say about Iceland in that part of the book with a grain of salt, you know. Because this is what is, he's being bombarded with these ideas the whole time. And he even works because he was briefly, as one of the work slaves, he was briefly made to work in a porcelain factory for the Nazis, where he was working on all sorts of like dishes and plates and things, you know, with the swastika. You know, they had Jewish prisoners, Jewish deaths, people who had been sentenced to death working on their trinkets. You know, I mean, it's crazy. So he gets a job at a small factory like that in Iceland, and the factory is run by a guy who is totally obsessed with nationalism and has no clue that the guy who has just come and joined his workforce because he knew how to handle clay and especially the glazing, he has no clue what this guy has gone through. And because he had come as a visitor from Iceland to the porcelain factory in the death camp, he starts asking him, oh, so how is this one and how is this one? And poor Leo has to tell him that, sorry, they're all dead. All the people you met, all the workers you met at the porcelain factory are dead. And this guy just blows it off and starts talking about crazy ideas about the superiority of the Icelandic nation. So I think the second book is one of the two best attacks ever. Yep. On Icelandic nationalism. And it becomes pretty clear, I think, in many scenes. Yeah, but it is also done out of the love that you have to have for your own people and your own culture. And there are some scenes that are really ridiculous, like when the politicians in the parliament discuss about, because every foreigner becoming an Icelandic citizen has to get an Icelandic name, or it was like that, it's not like that anymore, but by a mistake, Leo Löwe is called Skallagrimur Kveldursson, which is a figure from the sagas, and it's all by mistake. And then the politicians get really upset that this is blasphemy and this is not possible. But it's all by mistake, and at the end he ends up being called Jón Jónsson, which is kind of Hans Meyer, it would be in Switzerland or something. Every like man. Nobody. It yeah. just means every man, yeah, almost. Kind of yeah. Every man. And yeah, they go mad because they think it's a blasphemy that that a foreigner is going to take yeah. this grand Icelandic name of a saga character. And poor Leo. Yeah, there are many scenes like that. It's very obvious yeah, that yeah. this is in an ironic yeah. way. So I think the book, the whole work is always, you know, working with the balance, you know, I'm always trying to keep the balance between the ridiculous and the absolutely seriousness of the things that the main characters are going through. So, yeah. We go on in the story through the second to the third book. We're still in Iceland, of course, and we get closer. We get to the year 1962, which is also in the title, of course, and that's the year. Many Icelanders are born that year. You say 4,711. That's very funny because it's 4711 Kölnisch Wasser. That was very funny actually. But so it's easy to remember this figure. But Leo's son Josep is definitely like it comes to life in this year as many others. And
And the story goes on until today, and it's the time in the third book when we talk about the Icelanders as this, we are collecting the genes of them, and it's connected to this year 1962. But before we discuss on, I would maybe like to ask Thomas Sarbach to read the second part, which is from the third book, and we get introduced to the boss of Codex. Als die Tür der Goldfischhandlung sich hinter ihm schloss, atmete er erleichtert auf. Drinnen im Laden war alles beim Alten und schien sich nicht wesentlich von dem Kellerräumchen im Loyevejor zu unterscheiden. Der durchdringende Schweißgeruch des Eigentümers hing im ganzen Raum. Es rauschte und gluckerte in den Rohren, die dazu dienten, unaufhörlich Luftblasen durch die Aquarien zu leiten, sodass die grünen Blätter der Wasserpflanzen bebten und zitterten und die Fische von weitem aussahen wie bunte, schwebende Glanzpunkte, glitzernde Lichtalben im Flug durch einen Zauberwald. Doch, dass sich nichts verändert hatte, stimmt nicht ganz. Seitdem er zum letzten Mal im Goldfisch gewesen war, hatte die Tochter des Inhabers eine unerklärliche, geradezu rätselhafte Verwandlung durchgemacht. Er sah es schon von Weitem, wie sie versuchte, einen nachtroten Kampffisch zu fangen, der einsam in seinem Aquarium vor sich hin dümpelte. Genau so einen Fisch wünschte er sich schon lange, aber bisher hatte er es nicht geschafft, das nötige Geld zusammenzusparen. Sie tauchte das Fangnetz hinter dem Fisch ins Wasser, trieb ihn mit geübten Bewegungen des Handgelenks durch das ganze Aquarium und jede ihrer Handbewegungen wiederholte sich eine Sekunde später in ihren Hüften, solange bis der Fisch schließlich erschöpft aufgab. Dann hob sie ihn aus dem Wasser, ließ ihn in eine Plastiktüte gleiten, drehte die Öffnung ein paar Mal zusammen und machte einen Knoten hinein. Darüber grübelt Hrólfur Zófanias Magnússon, Genforscher und Geschäftsführer des Biotechnologiekonzerns Codex, eines Nachts in seinem Sessel in einem mit Samt ausgekleideten Separé, an genau derselben Stelle, wo er 40 Jahre zuvor mit verstörtem Blick die Tochter des Eigentümers angestarrt hatte, an der sich diese seltsamen Veränderungen vollzogen. Nachdem der Goldfisch aus dem Laden im Fischersund ausgezogen war, wurde dort einige Jahre lang ein Bestattungsinstitut betrieben. Anstelle der Aquarien reihten sich leere Särge entlang der Wände. Und danach zog eine chemische Reinigung ein, die die Särge gegen Waschmaschinen austauschte. Nun aber befindet sich dort ein Stripclub, die Lewinsky Bar. Und genau hier in einem der Separés sitzt jetzt Hrólfur Zófanias und wartet darauf, dass sie den Vorhang öffnet. Sie, Aleta, die junge Ukrainerin, mit der er vorhin an der Bar ein paar Takte Smalltalk geführt hat. Nach ihrem Körperbau zu urteilen, scheint sie eine Transfrau zu sein, die auf ihrem Weg zur Geschlechtsangleichung schon recht weit gekommen ist, doch am Ziel ist sie noch nicht. Und wo genau in dieser Entwicklung sie sich gerade befindet, das wird er noch in Erfahrung bringen. Der Vorhang wird zur Seite gezogen. Aleta tanzt, nähert sich dabei dem Mann im Sessel. Sie lässt ihre rechte Hand um ihr Handgelenk kreisen, wie die Tochter des Eigentümers damals, denkt er, wie die Tochter des Eigentümers. Und dann fängt sie ihn in ihrem Fangnetz. Als der Tanz beendet war, hatte der Genforscher sich ihre Telefonnummer geben lassen. Aleta war entsprechend beeindruckt. Doch ein paar Wochen später bekam sie einen Anruf von Codex, besagtem Biotechnologiekonzern, wo man ihr die Mitarbeit an einem Forschungsprojekt anbot. Und nun saß sie in Josep Löwes Kellerwohnung und wartete darauf, dass er aufwachte. Die Aufnahmen des Genforschers waren auf einer Mikrokassette im Diktaphon gewesen, das ein Mitarbeiter ihr ausgehändigt hatte, samt einem Karton mit 20 unbespielten 180-Minuten-Kassetten, irgendwelchen Ordnern, einer Polaroid-Kamera und anderem Zubehör, das sie für das Projekt brauchen würde. Bevor sie ihr erstes Interview führte, hatte sie die Kassette mit diesen Aufnahmen des Genforschers aus dem Gerät genommen und sie dann, ohne sie zuvor anzuhören, zusammen mit den Fragenlisten in einen Umschlag gesteckt, den sie in der zentralen Geschäftsstelle der Firma vorbeibringen und mitsamt den Ergebnissen der ersten drei Interviews dort abgeben sollte. Und dann, es war im Oktober 2010,
Sie saß in einem Besucherraum in einer Spezialabteilung des Landeskrankenhauses und wartete darauf, dass ihr Gesprächspartner zum Interview erscheinen würde. Es lag in der Natur der Sache, dass sich viele ihrer Gesprächspartner in Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen befanden. Da beschloss sie, einer spontanen Eingebung folgend, herauszufinden, was auf dieser alten 180 Minuten Philips Mikrokassette zu hören war, die so ausgeleiert schien, dass sie schon geraume Zeit in diesem Gerät verbracht haben musste. Der abgewetzte Aufkleber war vollgekritzelt, man hatte mehrfach übereinander geschrieben, durchgestrichen, unkenntlich gemacht. Doch unter diesen ganzen Schichten konnte sie etwas erkennen, das sie als Dr. Magnussen zu entziffern glaubte. Sie legte die Kassette in das Diktaphon, hörte das Rascheln im Laub, das Zwitschern einer Drossel, Wellen, die ans Ufer schlagen und schließlich ein kurzes Räuspern, das jeden Zweifel über den Eigentümer der Stimme ausräumte, die darauf folgte. Jedem Menschenkind im Land war die Stimme des Genforschers so geläufig, dass selbst die unbegabtesten Imitatoren ihren Tonfall täuschend echt nachahmen konnten. Jahrelang war der Wissenschaftler regelmäßig in Nachrichtensendungen sowie Talkshows in Funk und Fernsehen aufgetreten. Immer wieder aufgrund seiner Position als Geschäftsführer des Biotechnologiekonzerns Codex, über dessen hervorragende wissenschaftliche Leistungen vom ersten Tag an ausgiebig berichtet wurde. Da war etwa der Skandal um den Zugriff der Firma auf die Krankenakten sämtlicher Isländer, die dann zum Aufbau einer Datenbank genutzt wurden, in der die genetischen Informationen des gesamten Volkes abrufbar sein sollten. Eine Idee, die man dem Alting und der Allgemeinheit unter dem Deckmäntelchen humanitärer Beweggründe verkauft hatte, die angeblich reine, unvermischte Erbmasse der Isländer sollte in der internationalen Forschung eingesetzt werden, um die Erdenbürger von ihren Krankheiten zu erlösen, von Krebs bis Keuchhusten. Das Konzept passte jedoch in erster Linie gierigen Nationalisten in den Kram, zumal nachdem bekannt wurde, dass das Projekt von ausländischen Pharmariesen finanziert worden war. Außerdem waren da die Erfolge auf den Finanzmärkten im In- und Ausland, die Pleite bei Codex und all jene, die sich von den blumigen Reden über unvermischtes Erbgut und dem Versprechen über einen Geldregen auf dem Konto dazu hatten hinreißen lassen, in Aktien dieser Wunderfirma zu investieren. Und schließlich seine eigene Wiederauferstehung, die Umschuldung der Firma und nicht zuletzt seine persönlichen Ansichten bezüglich isländischer Geschichte und Kultur, in erster Linie der Literatur. Er erzählte jedem, der es hören wollte, von seiner frühen Berufung zur Schriftstellerei. Dass er schon in jungen Jahren diesem unbeholfenen Gekritzel verfallen gewesen sei, habe ihm später einen Vorsprung gegenüber den ausländischen Konkurrenten verschafft, denn die hatten schließlich keine Ahnung von jener traditionellen Kunstfertigkeit der Isländer, die sich eine Geschichte entfalten nennt. Doch da die wohlbekannte Stimme mit ihrem harten Rhythmus und dem schrillen Tonfall, der so klang, als befände sich der Sprecher irgendwo auf weiter Flur und spreche direkt in den Wind hinein, aus welcher Richtung der auch immer kam, da diese Stimme dort im Spital also unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, schaltete sie das Gerät unverzüglich aus und nahm die Kassette heraus. Sie hatte keine Ahnung, wie sie sich herausreden sollte, wenn man sie fragte, wozu sie hier säße und dem Genforscher lauschte, der Preise und Milliliter herunterleierte. Und genau in dem Moment, in dem sie die Kassette in ihrer Tasche verstaute, erschien eine Pflegerin in der Tür und führte den Interviewpartner des Tages herein, eine Frau in den 40ern, in einem langen azurblauen Morgenrock und mit schlohweißem, sorgfältig gekämmtem Haar, das in der Mitte gescheitelt war und über die Schultern und die Arme bis auf die weißen Baumwollhandschuhe fiel, die Anzeichen ihrer Krankheit dennoch nicht verbergen konnten, die Erbkrankheit, die bewirkte, dass die Haut in ihrem Gesicht und an den Gliedmaßen aufplatzte, dann zu unzähligen, sechseckigen, schorfigen Stellen erstarrte, die an vertrocknete Fischschuppen erinnerten und in eine Art Fischhaut übergingen, die auf der Nasenspitze und an den Fingerkuppen besonders fein und glatt schien, doch anderswo, soweit es die Körperregionen erlaubten, deutlich gröber wirkte. Die größten dieser verkrusteten Flächen erreichten etwa Handtellerausmaß und zeigten zudem ein Farbenspiel, das von Rot bis hin zu Grün changierte, wobei es auf dem Weg dorthin ins Gelbe und Blaue spielte,
je nachdem, ob ein Bluterguss oder eine Schwellung sich dazu anboten. Sie stand auf, ging auf die Frau im Morgenrock zu, reichte ihr die Hand. »Guten Tag, ich bin Aleta Selinska.« Die Frau antwortete nicht, ergriff nicht die ihr entgegengestreckte Hand. Sie sah Aleta eine ganze Zeit lang an, die wiederum sie musterte, und gab ihr die Gelegenheit, wegzuschauen oder noch einen letzten verstohlenen Blick auf ihre schuppigen Wangen zu werfen. Dann sagte sie mit heiserer Stimme, »Du bist in Ordnung. Du bist zwar keine von uns, aber wir sitzen im selben Boot. Danke.« Aleta works for I always want to say Decode, it's Codex, the company, and interviews people with special diseases. And Josep, the son of Leo, also has a special disease. That's why they talk to each other, and the whole book is based on their talk. And when we look back, and actually they do it because they are collecting, of course, the data for the Codex company. When we look back, when you started the book in the early 90s, Decode, who is kind of the alter ego of Codex, of course, didn't really exist then. So how did the whole book develop within time? Through those 20, 25 years, you had a plan from the beginning, obviously, but it took some turns. Yes, when Marie-Sophie started talking and I realized that her story would be a whole book, and then the story would move to Iceland, then I also realized that it had to become a trilogy. You know, I mean, I'm an Icelandic writer. We write trilogies. And that gave me the idea for the play with the genre. So the first book would be love story, then you would have crime story, and then you would have science fiction story that takes us into the future. Genetic research was, of course, already there in the 90s. And the idea of data farming from what the Human Genome Project would produce was already there. And because Leo is faced with this nation of self-occupied people who not only think their language is the only language capable of expressing what it is to be alive in the universe, but also believes that they have a special genome pattern which makes them unique and possibly the people who will fulfill all sorts of mad prophecies about the light from the north. I don't know if you know the pyramid theories of Adam Rutherford. It's theories that were published by this English eccentric who proposed that the Great Pyramid was actually built as a symbolic beacon. And if you drew lines from the pyramid to the north, they would come to this amazing island in the North Atlantic. And the salvation of the human race would come from this island. This book was very popular in Iceland. So obviously being occupied with yourself as special people, you know, plays into the idea of working with the genealogical technology that was coming into being in the 90s. I wasn't absolutely sure how I would do it, but when Decode, this company, was founded, I think it was in 96, then I knew that I had everything I needed. Yeah, it was there. Luckily, Kauri Stefansson came to life. Kind of. The promise
that if the Icelandic nation would donate its medical records to this company, so it could cure everything from the common cold to the most aggressive cancers known. You know, when he stepped forward with these ideas, I knew that, okay, I will have no problem with the third volume. I'm actually not sure if everybody is really familiar with the idea why Iceland is has the kind of privilege, if we call it that way, to be that the genome is really worth collecting. Yeah. Maybe we should explain the idea. Okay. The idea obviously was that the nation is very homogenic, that we have a very fixed, stable genome, and that was the selling point. That because of this homogeneity, it would be very easy to work with this database. But obviously what happened when they started working with the Icelandic medical records and they started looking into the actual genome of the Icelandic people, they discovered that we come from everywhere. You know, there is everything. I mean, there is Spanish genes, there is Basque genes, there is French, there is German, there is Swiss, I'm sure. There is North American indigenous genes even, you know. So it's coming from everywhere. And the book is, in a way, a demonstration of the fact that nothing can ever be homogeneous. This book is made up of stories from every corner of the globe and all times in human history. So this selling point turned in on itself. And the company started looking for other things and started working differently. But I think, and it just came to me now, that it says in the text that the project was obviously financed by big international pharmaceutical companies. Also Swiss companies, by the way. I think actually we know where they are based. Yeah. It is. The Icelandic genome is owned by you people. Yeah. That is actually what I came here today to tell you. Yeah, but you know, so the book obviously developed with the times, and because it took such a long time to work on it and finish it, the world changed. And not only did the world change, I changed. So the book is in a way written by three different writers. It's written in three different decades. And it's written by a man first in his 30s, then in his 40s, and then, you know, in his late, whatever, you know, early 60s, you know. So it's written by, and that is a part of the nature of the book. The work, it is made of three books, and each book is made of up of so many stories. And it's all about fragmentation. And as the story progresses, the way I tell the story becomes more fragmented. So the first book teaches you how to read a fragmented book. The first book takes place over a few days. The next book becomes even more fragmented. It takes place from 1944 to 1962. The third book is a masterpiece of fragmentation. But I hope I am a juggler who keeps all the balls in the air. And it takes us from 1962 to the end of times. Yeah. There is nothing more I can add, actually. I think this is a very nice ending point. There's one thing I would really like to mention, because I said in the beginning that this is kind of the golem you created. And now you told us the story about this development into the from like when you started writing into when you finished writing this book. And when I think about your whole oeuvre and the other books, I have some of them here actually. I think you are a real magician, if not even an alchemist in many ways, because the top
topics, even this topic now with Codex Decode and the Kauri Stefansson, who is the real boss of this kind of company in real life, he is very present in the media right now because of the COVID-19 virus. And so you have a, maybe you were not conscious about it when you wrote it, but there is a very strong connection to real life now. And when you wrote about, I don't know the title in English, but in German it's Der Junge, den es nicht, nicht gab. It's Moonstone in English. Moonstone, yes. Exactly, thank you. You write about the Spanish flu in 1918, and that was before COVID. So you kind of have a good hand for what is coming in many ways. Yeah, I've thought about this. And I think actually one of the talents that you're working with as a writer is what is called pattern recognition. We can also call it the zeitgeist. If you're a writer, you are always looking for hidden patterns around you. You are always working with fragmented information, and you're connecting different stories or events or whatever that is going on around you, theories, new knowledge in science. That's how I work. I'm really absorbing information like that all the time. And I think it can bring you to a point where you put something together from all these different sources, and 3-4 years later, they become true. It becomes true. And it is because you're working with this talent, you know. I think, so it's not magic, but it's maybe alchemy. Alchemy of the mind, yeah. Let's stop here. Thank you so much, Sion, for being here. Thank you, Ursula. Thank you. Thank you. Thank you. I just want to say I'm very touched. This is the first literary event I take part in with people present for 18 months. So I'm very thankful that you came tonight. And he's ready to Thank sign you. Books outside. So use the chance. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Takk fyrir. Ja, wie heißt die?